Man muss das immer von der richtigen Seite, damit das nicht ausbricht. So, jetzt wird das nachher noch übergeschliffen und dann ist das okay. Ja, das ist wohl in die Wiege gelegt. Ich kann mich immer noch erinnern, wenn ich aus der Schule kam, dann musste ich immer als erstes mal in die Werkstatt gucken, was sie da gemacht hatten am Tag und so. Also das Interesse war enorm. Nicht nur, weil mein Vater vielleicht gesagt hat, du musst das jetzt lernen, sondern ich bin einfach da reingewachsen. Und für mich wäre auch gar kein anderer Beruf, glaube ich, in Frage gekommen. Peter Knief ist Bootsbauer in der zweiten Generation. Aufgewachsen neben der Werft und mit der Elbhajolle, einem Boot, das fester Bestandteil der Werftsgeschichte ist. 1927 gründet Alfred Knief die Bootswerft. In den 80er Jahren übernimmt Peter den Betrieb. In seinen neu errichteten Hallen setzt er vor allem auf den Neubau der Elbhajolle. Das Besondere, sie ist hervorragend für das Segeln auf der Elbe geeignet. Diese Jolle wird ja auch auf Unterelbregatten speziell noch gesegelt. Und hat dort sich unheimlich bewährt, weil sie einmal von der Länge genau ein bisschen in die Welle reinpasst und zum anderen auch diesen Freibord hat. Das heißt also, die Jolle, es gibt ja Jollen, die sind ganz flach und kriegen unheimlich viel Wasser über. Aber nicht auf der Elbhajolle. Eine Bauvorschrift stellt sicher, dass alle Jollen dieser Art die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Da die Maße immer dieselben sind, kann Peter eine Form für jeden Neubau verwenden. Ein wichtiger Grund, warum er diesen Bootstyp heute noch baut, als einziger. Eindeckung, sagt man. Das ist die Eindeckung ist der vordere Decksbereich, ist festgelegt. Der hintere Decksbereich ist festgelegt. Diese seitliche Eindeckung hier. Weil ich sie selber auch lange gesegelt habe, ich habe ja auch Meisterschaften damit gesegelt und auch ziemlich erfolgreich. Zum anderen ist es, glaube ich, auch, es ist kein großes Geschäft, muss ich ganz sagen. Weil man sieht ja selbst, wie viel Arbeit da drin steckt. Und so eine Jolle kostet jetzt fix und fertig mit Segel aufgeregt 30.000 Euro. Und wenn wir dann auf der Messe stehen, dann kommen Bootsbauer vorbei. Die sagen dann immer, du, sag mal, kommst du denn damit aus? Da muss ich dann immer sagen, ja, das ist ja auch viel. Früher haben wir ja sehr viel Auszubildende noch dabei gehabt. Dann rechnet es sich noch eher. Aber wenn man nur reine Gesellenstunden rechnet, ist es kein Geschäft, so eine Jolle zu bauen. Aber es, die Nachfrage ist ja auch geringer geworden. Und insofern mal als Füllarbeit so eine Jolle noch zu machen im Winter, wenn man also wirklich nicht allzu viel hat, ist ideal. Sollte man hier eine Führung haben? Zwischen den letzten beiden Bauaufträgen für die Elbhajolle liegen 2 Jahre. Der nächste ist noch nicht abzusehen. Aber auch das kann man fast sagen, ist jetzt wohl vorbei mit dem Neubau, weil wir haben Serienschiffe, Bavaria, Hanse und auch aus dem Ausland kommt so viel an Serienschiffen ran. Und da können wir als kleine Werft gar nicht preislich mithalten. Ist schwieriger geworden. Doch die Zukunft für die Werft scheint gesichert. Peter ist im Gespräch mit einem potenziellen Nachfolger. Ob der allerdings die Elbhajolle weiterbauen wird, ist eine andere Frage.